wunderschönen guten Morgen aus dem leicht verregneten Hallstatt. Ich befinde mich mit meiner Frau gerade in Bad Ischl auf einem Kurzurlaub, ein bisschen Wellnessen. Und heute haben wir gesagt, machen wir so eine kleine Tagestour, ein paar Ausflüge, ein bisschen Sightseeing. Und Hallstatt habe ich schon oft besucht, gibt auch Videos dazu, da war das Wetter aber meistens schön. Heute mal mit Regen. Bleibt ein bisschen dran, würde mich sehr, sehr freuen. So, an der Frequenz der Fußgänger hinter mir könnt ihr sehen, wir befinden uns auf dem Weg zum bekanntesten Viewpoint von Hallstatt. Das heißt, da wollen alle hin, um das Foto zu machen, das alle schon haben. Wir sind natürlich auch dabei. Jetzt kommt sogar die Sonne raus, also Regen, Sonne. Auf den Bergen bereits dicker Schnee. Internationales Publikum, immer wieder sehenswert. Aber heute zum Glück oder dank des Regens mit etwas weniger Leuten. So, überholen wir hier mal. So, meine Frau hat sich jetzt bereits positioniert hier. Da hinten könnt ihr diesen Ausblick sehen. Und hier werden wir uns jetzt ein paar Bilder machen. Eines für das Familienalbum und dann noch eines mit den wunderschönen Wolken. Das ist jetzt hier mein Bildaufbau, den ihr sehen könnt. Überall rechts und links die Menschen. Ich möchte hier aber die Kirche hier von Hallstatt ein bisschen einrahmen mit diesen Efeupflanzen. Das Geländer, ja, das stört mich nicht. Zur Not mache ich das in der Nachbearbeitung raus. Relativ einfacher Bildaufbau. Wahrscheinlich nehme ich mir auch noch eines im Hochformat mit, ungefähr so, dass man auch die schöne Wolkenstimmung sieht und dann rechts so umrahmt hier auch mit Efeu, der so dem Bild praktisch etwas Tiefe verleiht. So, denn hier fotografieren alle Viewpoint, haben wir jetzt hinter uns gelassen und bewegen uns jetzt hier über so Stufen etwas höher rauf. Da gibt es oben noch einen Aussichtspunkt, wo man schön auf den See runter sieht. Und heute ist die Stimmung eher so, ja, ich könnte sehen, durchaus das ein oder andere Schwarz-Weiß-Bild dabei ist. Denn prinzipiell ist der Wald zwar wunderschön bunt, was die Herbstfarben betrifft, aber diese nebelige, weiße Stimmung mit der Sonne manchmal zwischendurch, die lässt die Farben etwas mau erscheinen. Und der starke Kontrast im Himmel, der verleitet natürlich schon dazu, dass man die Bilder dann auch in Schwarz-Weiß abbildet. So, damit ich mit dem Atem irgendwie zurande komme, hole ich euch erst oben wieder dazu. Da drüben, wo gerade jetzt der Zug hinter den Bäumen verschwindet, da könnt ihr davor auch so ein Boot sehen, da befindet sich der öffentliche Bahnhof von Hallstatt. Das heißt, wenn man Hallstatt mit dem Zug anreist, und seht euch das mal an, die Bahnstrecke geht hier weiter dann, hier links kommt man von Bad Ischl. Aber wenn man Hallstatt mit dem Zug anreist, muss man dann ganz romantisch mit dem Schiff über den See schippern und dann da unten, sieht man jetzt hier nicht, aber da unten im Kirchenturm sieht man etwas, mit dem Boot eben hier rüber nach Hallstatt kommen. Hallstatt kommen. Traumhaft. An meiner Kapuze könnt ihr sehen, es regnet zwischendurch immer leicht. Spannend ist aber, dass trotzdem auch die Sonne durchkommt. Also wenn wo ein Regenbogen ist, dann ist er wahrscheinlich eher da hinter dem Berg. Den können wir nicht sehen. Nichtsdestotrotz traumhaft. Wir sind jetzt hier auf dem Weg. Da hinten war ein Wasserfall angeschrieben. Ich nehme mal an, das ist der große Wasserfall, der mitten in Hallstatt runterkommt. Und ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Seit ungefähr 2 Wochen verwende ich auch die Nikon Z8. Im letzten Video hatte ich sie schon. Habe sie aber noch nicht verwendet und jetzt diesen Ausflug, diese 3 Tage hier im Salzkammergut, habe ich das erste Mal mir gedacht, nehme ich mir
die Z8 mit mache. Zum ersten Mal meine Fotos und auch Videosequenzen zwischendurch. Jetzt filme ich mit dem iPhone, aber so ein paar Videosequenzen zwischendurch mit der Nikon Z8. Wie gewohnt auf meinem Kanal wird es irgendwann dazu mal eine Meinung bzw. meine Meinung, mein Review zu dieser Kamera geben. Aber sicher nicht jetzt am Anfang, sondern erst, wenn ich sie mal ein paar Wochen oder vielleicht sogar ein paar Monate in Verwendung habe. Also die Bilder, die ihr heute eingeblendet bekommt, sind alle mit der Nikon Z8 gemacht. Und es wird auch gleich mal geprüft, ob sie auch wirklich so wasser- oder wetterfest ist, wie die Produktbeschreibung vermuten lässt. So, weiter geht's Richtung Wasserfall. Jetzt wird es wieder ein bisschen mehr regnerisch. Ich packe mich hier ein bisschen ein. So, wir sind jetzt hier beim Wasserfall angelangt. Der kommt von hier oben runter. Tanja und ich befinden uns hier auf so einer Brücke. Und das Spannende hier ist eher, wie er weiter verläuft. Da der See und da geht es runter Richtung Hallstatt. Und da schießt das Wasser runter und da vorne über die Kante. Also hier fällt er dann einige Meter steil bergab. Da könnt ihr auch noch einen Parkplatz sehen. Also Hallstatt ist wirklich in jeder Ecke sehenswert. Und kommt dann unten in Hallstatt an und betreibt dort oder hat früher öfter betrieben verschiedene Wasserräder, die man dann einfach so umgebaut hat, um die Wasserkraft nutzen zu können. So, Tanja und ich sind jetzt hier in so einem Unterstand angekommen und da in diese Richtung geht es runter zum See und auch nach Hallstatt. Und hier machen wir jetzt ein paar Bilder und ich zeige euch mal, wie das jetzt hier so funktioniert. Also, ihr könnt sehen, der Hintergrund ist relativ hell, aber ich verlasse mich hier jetzt einfach mal auf den Dynamikumfang der Kamera. Und die Tanja ist hier relativ einfach positioniert, lässig angelehnt, auch mit der Tasche umgehängt, aber ihr könnt sehen, der Augenautofokus, der funktioniert natürlich bei der Z8 sehr, sehr gut. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, hat da, seht ihr den gelben Punkt, da stellt die Kamera scharf. Wenn ich auslasse, könnte ich jetzt mit dem Joystick wechseln auf das andere Auge. Und so machen wir uns hier zwischendurch ein paar Porträtaufnahmen. So, wir haben Hallstatt jetzt verlassen, sind wieder im Auto. Aktuell rollen wir gerade durch Obertraun. In Obertraun befindet sich die Talstation, wo man dann auf den Krippenstein rauffahren kann. Den werden wir heute nicht machen. Aber auch da gibt es ein Video, wo ich sogar mit der Familie damals bei den Empfängern oben war. Verlinke ich euch gerne am Ende dieses Videos. Tanja und ich sind jetzt unterwegs, da ist es angeschrieben, ins Ausseerland. Wir wollen noch ein bisschen nach Altaussee und am Altausseer See ein bisschen spazieren gehen. Ist auch ein wunderschöner idyllischer Ort. Und da fahren wir jetzt über den Koppenpass. Mittlerweile regnet es wieder ein bisschen. Ja, mal schauen. Wir hoffen das Beste. Bleibt noch ein bisschen dran. So, Leute. Haube richten. Tanja und ich sind in Altaussee jetzt durchgefahren mal fürs Erste und
Ich weiß nicht, ob ihr das hinter mir schon erkennen könnt. Wir sind jetzt auf den Loser raufgefahren und befinden uns auf 1600 Höhenmeter und da draußen ist Winter. Seht euch das mal an. Ich würde mal sagen, 30, 40 Zentimeter Schnee, aber verweht natürlich, also was Netto-Schneemenge ist hier herum, kann ich euch nicht genau sagen. Allerdings bläst der Wind ziemlich stark, deswegen habe ich da drinnen jetzt gleich die erste Aufnahme gemacht. Geh mal da nach vor kurz, bevor ich mich dann endgültig etwas wärmer anziehe. Ah, seht mal da runter. Ein Traum! Vorweihnachtsstimmung. So, jetzt versuche ich hier ein bisschen mit meiner Frau spazieren zu gehen, den Winter zu genießen. Um vielleicht das ein oder andere Foto zu machen, falls ich einen interessanten Bildaufbau entdecke, hole ich euch natürlich dazu. Tanja, wie gefällt's dir? Meine Frau versucht Fotos zu machen. Ja, ganz kurz, jetzt ist der Wind etwas weg und die Sonne heraußen. Ein Bildaufbau. Die S-förmige Alpenstraße, die sich hier runterschlängelt, die sind wir hochgefahren. Und hier die Bäume, die werden gelegentlich vom Sonnenlicht ganz hell angestrahlt. Sehr hoher Kontrastumfang. Was mir hier aber extrem gut gefällt, ist einfach der starke Kontrast im Himmel, die dramatische Wolkenstimmung und im Vordergrund eben die Bäume hier vom ersten Schnee umgeben. Da hinten würden die Wolken aufreißen, käme der Dachstein zum Vorschein, der höchste Berg, der höchste Gipfel Oberösterreichs, knapp unter 3000 Meter, aber die Wolken sind auch absolut fotogen. Vollen Wellnessabend hinter uns und jetzt, bevor es dann nach Hause geht, sieht man heute strahlend blauer Himmel und eine ausgestorbene oder ein ausgestorbenes Zentrum hier in St. Wolfgang am Wolfgangsee. Das heißt, heute geht es so richtig ins Herz des Salzkammergutes. Bleibt noch ein bisschen dran, ich werde euch ein paar Eindrücke hier von dieser kleinen Stadt, von diesem kleinen Ort zeigen. Und hoffe, dass wir auch das ein oder andere interessante Foto zustande bringen. Hier ist schon überall Weihnachtsdeko aufgebaut. Da die Stände. Der Advent hier, St. Wolfgang, ist ja durchaus sehr, sehr bekannt und stark besucht. Traumhaft ist immer so eine Kindheitserinnerung an die alten Filme mit Peter Alexander und Gunter Philipp, Waltraud Haas und Co. Im weißen Rössel. Am Wolfgangsee. So, schlendern wir ein bisschen durch. Da sind wir jetzt angekommen am wahrscheinlich berühmtesten Hotel Österreichs, Weißes Rössel. Da oben, über dem Schriftzug Weißen Rössel, die erste Zeile des Liedes, im Weißen Rössel am Wolfgangsee. Da steht das Glück vor der Tür. Und dann geht's weiter. Ach, die Insider wissen ja, wie der Text geht. Herrlich, immer wieder schön hierher zu kommen. Auch wenn das natürlich Tourismus pur ist hier. So, und hier sind wir jetzt
Bei der klassischen Ansicht, das Hotel ist ja heute wesentlich größer, das heißt der moderne hintere Bereich, aber das hier ist der Bereich, der direkt am See sich befindet, wo praktisch die Waldraut Haas auf ihren Dr. Siedler gewartet hat. Und hier der Blick auf den See mit der Laterne mitten im See. Da hinten ein kleines Boot. Ein idyllischer Anblick hier mit diesem, ja, ich sage jetzt mal, es ist ein Fischer, der hier versucht, seinen morgendlichen Fang zu ergattern. Und da mache ich mir jetzt, auch wenn das Licht nicht besonders ist, auf jeden Fall ein Foto. Seht euch diese wundervolle Aussicht hier an. Da drüben leuchten die Boote, dahinter die Häuser bunt und hier noch ein paar schöne bunte Blätter und dahinter der See. Nehme ich mir so mit, dieses Bild. Herrliche Herbststimmung hier am Wolfgangsee. Ja, unser wunderschöner Morgenbummel durch St. Wolfgang, der neigt sich jetzt dem Ende zu. Und damit auch dieses Video. Aber zum Abschluss möchte ich euch noch auf eine, ja, wie ich finde, tolle Einkaufsmöglichkeit hier in St. Wolfgang hinweisen. Da hinten könnt ihr die Benediktiner Seifenmanufaktur, also das ist der Shop dazu, hier in St. Wolfgang sehen. Und da gehe ich jetzt mit meiner Frau noch rein. Da werden wir ein bisschen Seife kaufen für uns selbst, aber auch als Mitbringsel für unsere Kinder und die Familie. Und da gebe ich euch auch noch ein paar Videoeindrücke da drinnen und die restlichen Bilder dazu. Die gibt es jetzt am Ende vom Video. Mich hat es sehr gefreut, dass ihr wieder zugesehen habt. Wenn euch das wieder gefallen hat, Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. Abo da lassen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das würde mich riesig ehren. Und wir sehen uns am nächsten Video. Jetzt noch die Eindrücke aus der Seifenmanufaktur, dann die Bilder. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und bleibt gesund. Ciao.